an und wir beim nächsten Video. Und ich habe Dom dabei. Gut doch. Und wir gucken uns heute an Bug Chain Combo. Hatten wir lange nicht mehr auf dem Channel. Ja. Und Punishing Maverick. Ich hab Maverick falsch geschrieben. Bitte tört mich nicht in den Kommentaren. Ich glaube, ich habe Maverick falsch geschrieben. Ha. Punishing Maverick, eine ganz, ganz weirde Liste. Ich glaube, hier sogar noch mit gebannten Karten tatsächlich. Also der Banning ist ja erst 2 Wochen her, das ist das da. Ach ja, mit dem Adventurer. Genau, ne? Ich glaube, es sind 2 Adventurer drin. Wie weit sie Impact haben, weiß ich nicht. Es ist halt auch eine ganz, ganz weirde Liste mit sehr, sehr viel Mana Acceleration und Punishing Fire. Punishing Fire und diesen, wie heißt der denn? Morlock? Ach ja, Morlock. Mit dem Typen, den du im Green Sun suchen kannst. Genau, genau, genau. Und halt auch einfach fighten kannst und so weiter. Also wirklich coole Liste. Und auf der anderen Seite Bugchain, relativ Standard bei uns in der Meta. Nutzen in Deutschland sehr, sehr unbekannt. Ist das ein Forest Go? Geil. Nice. Was eben noch die Acceleration angepriegelt. Jede von Mana Acceleration, da kommt aber nichts. Beide mit einem Mal. Ja. Ist der da schon mit Chains auf der Hand bei Bug Chains und Punishing Fire? Gut, Punishing Fire ist natürlich gut gegen den Combo. Ne? Ja, der kann den schön interrupten. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, boah. Ja. Discard. Counter. Das bringt ja auch nicht so viel, wenn du halt die Länder hast. Das ist schon ja, aber die Länder musst du halt auch erstmal haben. Also ja. Bis jetzt ist ja kein Punishing Fire Land, also kein Groove Super Mill. Ansonsten hast du natürlich Oro. Ja, stimmt. Als der Backspieler. Ja. Und naja, da solltest du gegen Maverick zumindest darum, weil die Schiene solltest du was machen können. Also Maverick in dem Fall dann Temur Farben? Nee, naja. Naja. Also ohne Blau. Ach so, ja, stimmt, Temur war blau. Naja, meinte ich auch. Ja, ja. Grün-Weiß-Rot. Ohne Schwarz. Ohne ich weiß nicht, ob Schwarz nicht auch drin ist. Ich glaube, das ist ein Bio auf der Hand, als zweitunterstes Tool. Dementsprechend kann es gut sein, dass das auch noch Four-Color hat. Four-Color Punishing Maverick. Uff. Ja, man kann halt auch mal gierig sein. Also, das kann man mal. Ja, es hat einen Haufen, ne? Ja. Ich finde es großartig. Ich mag so Haufen tatsächlich, ja. Ein Fan von. Ich bin allerdings auch von straighten Kontrollschienen, die damit ein Combo-Finish, einfach AB-Combo, auch ziemlich großartig. Dementsprechend weiß man hier gar nicht, ja, das ist Bayou. Jetzt ich persönlich nicht, wen ich hier bitten. Kommt einfach ein Light? Kann nicht, weil es ist kein Weiß. Das ist ein. Ah! das ist ein Ramunap. Ramunap, jawohl. Da wird erstmal gefetcht. Wenn da jetzt halt gleich Wasteland, Ramunap, Wasteland kommt, ist halt kacke. Ja, ist schlecht, ne? Der Crucible of Worlds on a Stick. Ja. Der macht keinen Spaß. Ja, kann ich bestätigen. Gerade mit Wastelands. Sehr gute Karte. So. Okay, da geht man jetzt auch auf das Bayou. Da waren noch Karten rum drin. Na. Der böse Bub oder so, ja. Closure, nur die Karten, die von der Malle genannt sind, sind dort aus sich. Das kann gut sein, ja. Das ist nämlich nur eine Handvoll gewesen. sucht man jetzt, hat man den Pusher auf der Hand? Ne, ich glaube, hier wurde einfach gefetcht, weil man halt mit Brainstorm Müll oben drauf gelegt hat und nichts mehr springen konnte. Wenn jetzt natürlich noch ein Push kommen würde, wäre das natürlich jetzt der Hammer. Oh, das ist ein Push. Das ist ein Push. Ja, geil. Eine Revolt und dann Klatschbomb weg. Der Typ, der vom Boot fällt. Genau. Schade ist halt jetzt, dass man jetzt nicht die, das Fenster hat, um die 4 Mana zu haben für die Combo. Das noch. Ja, das stimmt, aber man ist da Art und Uwe auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Der ist halt da gut. Der ist schon gut, das stimmt. Man kann jetzt natürlich auch einfach eine Baleful droppen. Ja, aber ich glaube, den hätte man nicht gefetcht, oder? Ne, glaube auch nicht. Den hätte ich auch nicht gefetcht. Könnte ja Brainstorm ziehen. Ja, der Uro ist halt auch schon active, wenn man noch ein Land hat. Irgendein Land da macht halt Uro active. Hm. Oh, hier Full Dual Power, ne? Ja, macht halt Wasteland sehr schwach in dem Moment. Ja, du musst dir überlegen, von was du abzweigst. Okay, wenn du jetzt zum Beispiel den Uro siehst, dann ist es halt klar, der darf der weder doppelblau noch doppelgrün haben. Ja, ist aber dabei tatsächlich interessant, weil ich würde da fast schon das Bayou nehmen. Oh, die Schöne. Aus dem Grund heraus, dass er ja tatsächlich auch bei dem Bayou auch mehr schwarz. Ja, und wenn man das weiß, er braucht 2 Schwarze für seine Combo. Oh, kein Land. Und er hat den Witherbloom, glaube ich, gerade gezogen, den Apprentice. Ah, das ist Punishing Fire. Oh, bitter. Jetzt ist die Frage,
Geht man einfach dafür oder knallt man dem den Uro in die Rippen? Man knallt ihm den Uro in die Rippen. Einfach Material rausballern. Jo, dort kannst du halt auch mal, vor allem der Uro steht nicht gegen das Punishing Fire. Ja, okay, wenn du genug Länder hast, dann schon. Da musst du das aber auch schon dreimal knallen können. Und da kommt... Was bist du denn? Opposition Agent? Ich glaube, das ist ein Opposition Agent. Ja, das ist ein Opposition Agent. Wow. Spannender Haufen. Spannender Haufen, sag ich dir. Ich habe ja die Deckliste gesehen an dem Tag. Spannender Haufen. Da ist wahrscheinlich auch vieles einmal drin. Yes, natürlich. Weil jetzt ist die Frage, jetzt hat man eine Karte gezogen wahrscheinlich. Das ist, an der man zieht die Karte jetzt. Dann hat man natürlich einen Standardlord. Ja, muss nicht wunderschön Snow-Covered. Die sind so hübsch. Gott, die sind so hübsch. Ja, und dann hast du halt Uro gegen Opposition Agent. Das finde ich ein bisschen unfair, Den Deal. So, jetzt ist die Frage. Jetzt Sim Library. Jetzt hat man immer noch kein Fenster, um den Combo killen zu gehen. Weil ich meine, man hätte die Combo auf der Hand. Der kann Force. Das Force hätte man nicht machen sollen. Nee. Das Force hätte man haben können für die Combo. Aber wenn er die Combo auf die Hand hat, oder ist es. Ich meine, er hätte noch zwei Smogs auf der Hand. Wenn ich das richtig erzählt habe, hat er noch zwei Handkarten. Ja, der hat. Ja. Combat. Speed für 6. Jo, kann man halt machen. Ne? Trigger, kriegt man noch 5 Leben. Darf man eine Karte ziehen. 3 Leben, also kriegt auf, ja, geht auf 25. Ja. Fetchland, das bringt dir nicht so viel. Du kannst fetchen, oder machst du halt auch nicht unbedingt oft. Ja. Aber man spielt noch nicht mal die irgendwas aus. Okay. Da wurden drei Leben vergessen. Keine Belfast-Tricks, das finde ich interessant. Ich hätte jetzt zumindest damit gerechnet, dass die Belfast-Tricks ausgespielt wird. Oder man hat noch einen Force auf der Hand, will halt Force haben, dass man okay, erstmal wieder auf 22. Jo, dann passiert da nichts. Swords? Ending. Grün, weiß, blau, schwarz. Nee, weiß, rot, schwarz oder sowas. Das ist ziemlich gut. Da verliert man aber auf jeden Fall noch ein Leben. Yes, gibt noch 19 runter. Wahrscheinlich sogar noch 19. 13. Ja, weil, Force Quicks. Warum hat man nicht angeflastet? Eins, zwei, drei, vier. Weiß ich nicht. Will man End of Turn noch was machen? Ist nur noch 2 Chains in der Hand. Schade, ich dachte, da wäre jetzt der Witherbloom schon bei gewesen. Es wäre echt gut gewesen, wenn man hier jetzt irgendwie den hätte machen können. Den Move hätte machen können mit der Strix. Da ist ein Endurance, glaube ich, auf der Hand. Das ist natürlich auch gut. Strix Ponder? Ja, Eier, Geier, Ponder kannst du machen. Ist das so? Also ist aber immer ein Strix und Ponder. Ich weiß nicht, ob Strix ist war. Deine Strix hat auf jeden Fall die Zitte. Die spielt er jetzt auch. Ja. So, dann hast du. Draw, das ist Ponder. Safe. So, dann hast du Ponder. 1, 2, 9. Da wird reagiert und wahrscheinlich einfach die Strix abgeräumt, ne? Yes. Man muss der Gegner ja noch ein Leben kriegen dafür. Schön. Das heißt, man das Geile ist, man hätte das auch einfach machen können, also Spaß haben, zum Beispiel haben können. Der Uro gibt ja auch Leben, ne? Mhm. Man muss dem Gegner nicht dieses Leben extra geben, sondern der Uro gibt halt auch einfach Leben. Das vergessen auch ganz, ganz viele Leute tatsächlich. Ja, wenn du Punishing Fire spielst, dann musst du so einen Schimmel dann so eigentlich wissen. Yes. Das heißt, die Leben, die da sind. Sehr spannend. Okay, der Opposition Agent wird hier überhaupt nicht gevalued. Man sagt es halt einfach, ja, ist mir egal. Okay, auf der anderen Seite, du kriegst halt jede Runde die 3 Leben wieder, ne? Also stagniert das Spiel jetzt gerade auf einer Seite eigentlich. Einfach. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bist du halt, damit du den Gegner kaputt. Dann ist jetzt die Frage, was macht... Die Leben dürften nicht so 1000%ig stimmen. Da müssten wahrscheinlich noch mindestens eins mehr sein bei Toram.
wenn nicht sogar 4. Was passiert jetzt da? 4 Mana. Ach, der Green Sun für X, 2, 3 wahrscheinlich auf Knight. Muss ja. Wobei, nee, du hast Ramon. Nee, Ramon Up wurde schon gemacht. Der Ramon Up wurde schon gemacht. Grist. Grist ging mir, wenn nicht schlecht. Ja. Nach vorne Knight. Knight. Ist ein Knight, okay. Ist ein Knight of the Reliquary. Der ist halt auch noch nicht fett, ne? Der reicht noch nicht mal, um den Uru-Tod zu blocken. Der ist 2-2. Tatsache. Das ist kein einziges Land. Uff. Also macht Maverick gerade aber einen schlechten Plan. Ja. Okay. Ah, Swords. Swords? Okay. Dann sollte man das Swords aber auch zeigen. Das gibt man halt auch. 30 Leben. Jo, kann man mal machen. Okay. Kein Lied. Ja, ich wollte gerade sagen, liegt das Swords mal hinten. Ja, dann bist du halt tot, ne? Komm mal. Ach ja. Ja. Genau, Chainsmog, man geht hin, kopiert den Spell immer wieder. Apprentice sagt, auch bei kopierten Spells verliert der Gegner Leben, man kriegt ein Leben. Mhm. Man target sich selber halt 50 Millionen Mal und dann verliert man alle seine Handkarten, aber der Gegner verliert auch alle sein Leben. Ja, man draint halt einfach den Gegner tot. Yes, aufzuhalten mit sowas wie Punching Fire und so weiter, ziemlich gut. Mhm. Jetzt ist die Frage... Ja, Rot, Punishing Memory kann halt sowas reinnehmen wie Blast und so weiter. Blasts machen aber gar nicht so viel gegen das Deck, wie man bedenkt. Die Blasts gehen halt komplett an der Combo vorbei. Genau, das ist halt manchmal ein Nachteil. Auf der anderen Seite hat Punishing Maverick halt mit Swords, Ending und Punishing halt eigentlich genug dagegen. Spannend wird es halt, was Spark Chains halt einbringen kann. Was Sideboard habe ich halt gar nicht so krass am Schirm, wenn ich ehrlich bin. Der kann... So, wahrscheinlich mehr Removal drin, anderes Removal. Leovold wäre natürlich nicht schlecht, wenn er am Sideboard ist. Wenn er am Sideboard ist, theoretisch könntest du sogar Surgical reinnehmen gegen die Punishing Fire. Die können zum Problem werden. Du hast halt so viele Options auch in der Farbe eigentlich. Total cool. Der hat ja die Planacious Deed als Sorcery noch im Sideboard. Ich weiß nicht, ob er das noch hat, ehrlich gesagt. Wobei die nicht schlecht wäre. Ja, deswegen, also so ein Board Removal wäre nicht schlecht. Da haben wir halt einfach schon mal Mull bei Buck Chase und Maverick wieder mit Land Go. Wow. Ja, das Deck hat eigentlich so viel Mana Acceleration, es passiert einfach nichts. Nee, überhaupt nicht. Das ist schon krass. Es cool. Sind, glaube ich, 4 Moxe drin. Plus Greenzahl. Tschüss. Ich glaube, ein oder zwei Birds, beziehungsweise nicht die Birds, sondern die Hyrax, und zwar beide. Ja, die Ignoble und die Noble. Also yes. Der Goblin mit dem mit dem Stab und der Human mit dem Stab, genau. Ja, also ich würde generell vor nach dem Borden. Es kann halt so passieren, wie gerade eben, dass du als Maverick-Spieler eiskalt von der Seite erwischt wirst, wenn du entweder tapped out bist oder nur eine Handkarte hast und der Combo-Spieler, der Buck-Chain-Spieler hat halt einen Counter. Mhm. So. Engine Tomb. Wow. Ich sag ja, das ist voll geil. Weil jetzt hast du halt den Punkt, jetzt kann das halt einen Opposition Agent werden. Jetzt hast du halt einen Standoff. Auf der anderen Seite jetzt mit 2 Fetches kann der Buck-Chains-Spieler halt auch wieder mit Push agieren. Das Krasse ist halt, wenn du halt zum Beispiel gern 1 den nicht gesehen hast. Ja. Dann bist du komplett raus. Richtig, dann kann dich das halt so off guard erwischen, das kann dich hier halt richtig knallen. Ja, da wird auch schön. Das ist wie du weißt, der Gegner spielt Stifle. Ja, genau. Oder hat einen Heilreach auf der Hand oder sowas. Du hängst die ganze Zeit da und sagst, ja. Ja. Go. 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 Das ist halt jetzt so spannend. Boah, ich könnte mir Besseres vorstellen. Da ist ein Ignoble Hierarch. Yes. Der Goblin mit dem Totem. I do like. Frage ist, ob man jetzt halt 1 seiner Länder opfert. Musst du ja noch nicht. Also wenn du einen Push hast, kannst du ja
auf den Fetch den nächsten Fetchen. Ja, genau, du fetchst auf den Fetch den nächsten. Ein Dude wird gefetcht. Jetzt die große Preisfrage, kommt da was? Kommt da was? Anscheinend gut Ghost. No. Dann ist halt die Frage, ob man versucht. Was kann das denn sein? Ein dicker Greenstone, der gleich noch kommt. Ich wollte gerade sagen, wenn er sowas. Oder man hat halt wirklich nichts auf der Hand. Das ist halt jetzt Turn 3, ein Greenstone für 3 mit einem Ignoble Hierarch, ne? Es wird halt auch schön gesagt, ich fetche, okay. So mit das Land raus, ich fetche, okay. Weil, ja, so wie das gehört. Es kann auch sein, dass er jetzt 2 oder 3 Sachen rausnimmt. Ja, ja, weil wenn du in die Trap fällst und sagst, okay, ich mach Double Fetch und der sagt dann, okay, jetzt hol ich meinen Agent, dann guckst du halt in die Röhre. Genau. Also habe ich tatsächlich mit. Eben meins denn sonst war da ohne Ende gemacht. War schon ziemlich gut. Du lässt den ersten Inquisition. Inquisition, glaube ich. Den Thoughtseize. Das tasty. Vor allem der Witherbloom war schon auf der Hand. Da ist ein Ending. Da ist ein Knights. Da ist ein Zenith. Boah, jetzt ist die Frage, was sagt die Hand? Das Ending interessiert dich wahrscheinlich noch nicht mehr. Ich würde den Zenith nehmen. Ich auch. Wenn die Hand sagt, nächste Runde Combo win, kannst du eigentlich safe. Ich würde ja auf jeden Fall den Zenith nehmen. Ja. Weil, okay, krass. Man weil der Zenith sorgt halt dafür, dass er sich jetzt halt irgendwas searchen kann, was ich halt gerade. Weil bestimmt. Wenn er jetzt den Apprentice spielt, finde ich es eigentlich schlecht, weil dann kann er irgendein Removal ziehen und hat den weg. Und ansonsten, außer er hat jetzt natürlich kein viertes Land. Oder halt einen Counter und zusätzlich, ne? Dass er jetzt einfach sagt, okay, ich gehe voll auf die Combo. Hab die andere Handkarte nicht gesehen. Ja, aber das wirkt nicht stark. Also kann das Deck besser, meine Erfahrung. Ja. Ah, das sind zwei Chancen. Zwei Apprentice. Zwei Apprentice, ja. Gut. Okay. Dann easy game, easy Weil jetzt kann man nämlich mit dem grünen Sand hingehen und kann den Morlock holen. Mhm. Sehen wir den Morlock mal in Action. Wenn er ihn holt. Mhm. Da wird gefetcht, wahrscheinlich auf Scrub. Savannah liegt ja schon. Ja, ich glaube nicht, dass da sehr viele. Doppel Savannah kann sein, würde ich mir nicht von ausgehen. Ja, das oder? Die Mana ist echt Tiger. So greedy. Ja, Tiger. Tiger. Gute Tiger! Stimmt, du hast ja den rot-schwarzen Plan, hast du ja schon auf der Hand. Da kannst du auf die Tiger gehen. Ja. Nächste Runde jetzt einfach den Greenstone oder halt einfach einen Night Drop. Wobei ich hätte wahrscheinlich den Ding genommen. Die Weißquelle. Weil dir fehlt aktuell einfach doppelt Weiß, wenn du beide Night spielen möchtest oder so. Stimmt, sonst kannst du nächste Runde eh nicht. Du hast dann kein Doppelgrün. Für den Night. Savannah und Badlands. Und die Savannah macht ja weiß. Ja, schwierig. Der fehlt dann für beide Knights, fehlt dir auf jeden Fall ein Grün. Wirklich schwierig. 2 Grün und Rot. Wahrscheinlich ein Ende. Eine Talia. Die macht gar nichts. Doch. Die macht, dass der Green Sunsenit für X gleich 2 jetzt durchkommt. Weil der Gegner sie kontern muss. Stimmt. Wenn er sie nicht kontert, geht der Green Sunsenit gleich X gleich 2 in den Morlock. Ne, dann ist der X gleich 1. Nee. Ah, stimmt, der kostet 9. X gleich 2, dann gehst du auf 4 Mana. Ja. Er hat ja sowieso über 5 Mana, er könnte sogar X gleich 3 machen. Jetzt wird nämlich da gerade schon überlegt, ne? Mhm. So oder so, der Green Sun kommt. Ja. Wegen einer sehr schönen Line. Ja. So, wenn du dann. Wieder die Versi Italia ist. Jetzt musst du nämlich die Talia wegkriegen, weil die Talia den halt jetzt auch nächste Runde deine Chains-Combo. Genau, also das wäre jetzt halt das Spannende. Spannende wäre jetzt halt, wenn man hingeht und sagt, okay, man forst und hat dann nächste Runde die Combo. Mhm. Aber so sieht's nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt da auf der Hand rumfliegt. Ein Brainstorm und ein. Auf 3? Richtig 3, spannend. Der kostet doch 2 Belieben. Der kostet auch. Oder kostet 2 Mana und X. Und das X kannst du halt nicht reinbezahlen. Durch die Grünsan leider. Das safe nicht. Ich frage, ob der Morlock hier gewählt wird. Oder ob man sich halt Options offen lässt. Us nach unten. Us. Weiß ich jetzt eigentlich. Uro vielleicht. Uro, ja, aber das ist halt ein Long-Term-Plan. Wenn du den Witherbloom jetzt nicht wegbekommst und der hat die Chains auf der Hand, bist du halt tot. Genau. Und dann kannst du halt auch nicht sagen, ja, ich habe gehofft, der hat sie nicht auf der Hand.
Nee. Weil der legt Combo Piece A, dann wird Combo Piece B nicht so weit weg sein. Combo Piece A, ohne dass er sterben würde, wenn es nicht passiert. Und da kommt ein Ramunab. Spannend. Tatsächlich, kein ja. Monox. Dann bist du jetzt wahrscheinlich... Hatte der die Chains of the Hand? Ja. Das gesehen? Ja. Ja, er hat's, ja. Er hat's Bad. Ja, der war ein Chains of the Hand. Der hat das Chains of the Hand. Alles da ja, da, der hat das gezogen. Notfall. So, du bist tot. Mana mehr. Boom. Ja. 2-0 für Bugchain-Kombo. Hätte man wirklich den Morlock nehmen müssen und dann damit versuchen müssen, was zu gewinnen. Spannend. Wirklich, wirklich spannend. Zwei sehr, sehr schöne Decks gegeneinander. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.